Tag 41, schön, dass du wieder dabei bist und wir haben Neuigkeiten aus London. Wir haben gute Arbeit geleistet, Glückwunsch. Du hast den Generator gerade rechtzeitig fertiggestellt. Ein landesweiter Nahrungsmangel hat die Leute dazu gebracht, auf die Straße zu gehen. Es kommt zu Aufständen in Manchester, Birmingham, Leeds. In den Kolonien herrscht noch größeres Chaos. Spencer Graven, der neue Premierminister, möchte die Rohstoffe aus dem Generatorprogramm umleiten. Es könnte sein, dass wir deinen nächsten Auftrag ändern müssen. Der Eisbrecher ist auf dem Weg und sollte bald da sein, um dich zu evakuieren. Oh, könnte ja sein, dass die ihr Versprechen einhalten. So, ja, interessant. Ich kann den Generator gar nicht anschalten. Ich dachte die ganze Zeit, ich könnte den anschalten und auch gleich ausprobieren. Ich kann ihn jetzt nur noch verbessern. Das ist alles, was wir machen können. Also wir können hier die Forschung ein bisschen vorantreiben. Aber mehr können wir gar nicht mehr tun. Das ist natürlich jetzt ein bisschen traurig. Denn es soll ja nochmal kälter werden und wir haben gar keine Wärmequellen dafür. Also wir haben zwar hier die in der Forschung die Heizungen und so weiter und so fort. Alles auf höchste Stufe und auch die Effizienz. Hier fortgeschrittene Brenner. Aber das reicht alles nicht. Ja. Naja. Was soll ich denn dazu sagen? Das ist ja tragisch eigentlich. Wir können jetzt hier noch alles raufsetzen und hier vielleicht das hier noch. Weiß ich nicht, ob wir da noch was hinkriegen. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. War nicht der Plan. Ich dachte eigentlich, ich müsste ganz viel Kohle sammeln, um dann hier endlich auch hier schön Wärme für alle zu haben. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Das ist tragisch. Wir können noch für unsere Kranken sorgen und einfach mal laufen lassen und so viele Stahldinger hier wie möglich machen. So, jetzt haben wir nämlich die Generatorverbesserung und können auch noch den Overdrive vielleicht. Ja, das können wir nicht mehr hinkriegen. Das können wir vielleicht noch, weiß ich nicht. Das da wäre das denn? Da brauchen wir 15 Stahlgemische. Okay. 15. Na komm, noch ein paar. Der Stahl ist ausgegangen, ist mir aufgefallen. Ja, das ist so ein typisches Spiel, wenn ich gewusst hätte, dann. Kalte Unterkünfte. So einige unserer Einwohner sind besorgt wegen der niedrigen Temperaturen in den Unterkünften. Ihr Argument, dass man bei Kälte schneller krank wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Sie bitten dich, das Problem anzugehen. Sie könnten streiken, wenn du nichts unternimmst. Tja, was soll ich machen? Ich habe schon Heizöfen eingebaut. Mehr geht leider nicht. Kümmere ich mich nicht drum. Den wird schon, die werden schon was machen. Wir werden sehen, was passiert. Ja, ich kriege jetzt natürlich keinen Stahl mehr hier. Der Haufen hier ist auch leer. Da ist noch ein bisschen was. Das war es dann auch mit dem Stahl. Ist halt verdammt kalt, aber hier wird es wieder wärmer. Aber ich glaube, da werden wir schon abgeholt. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht mehr sagen. Wir massakrieren hier immer noch ordentlich Leute. Schauen wir mal, dass wir das noch hinkriegen. Wir können hier die Einrichtung hier noch eine Essensration ausgeben, dass die ein bisschen besser die heilen. Ja, Arbeitstag ist zu Ende. Ne, da brauchen wir bloß ein 1, ne? Vielleicht kriegen wir da noch was hin. Können wir das noch erforschen vielleicht? Naja, ich weiß auch nicht, was es bringt, weil uns bringt es aktuell nichts.
Ah, das ist ja schade. Das immer noch nicht. Oh, jetzt. Gut. Start. So, hier können wir noch ein paar Leute einsetzen. Finde ich ja echt gemein, dass wir hier nicht ihn einsetzen dürfen. Vermisster Ausguck. So, wenn alles nach Plan verläuft, sollte der Eisbrecher morgen hier eintreffen. Gott sei Dank, die Leute können es kaum noch erwarten, von hier zu verschwinden. Einer unserer Leute hat sich aufs Eis begeben, um nach dem Schiff Ausschau zu halten. Es ist schon eine Weile her und er ist noch nicht zurückgekehrt. Seine Freunde befürchten, dass ihm etwas zugestoßen ist. Na gut, dann schickt halt 5 Leute, die nach ihm suchen. Schaden tut's nicht. Wir müssen halt ein bisschen noch aushalten. Wir können eigentlich das hier auch anmachen. Fällt mir ein. Hier noch einen Heizkörper anmachen. Und es ist sehr kalt. Da wohnt sowieso keiner drin, ne? Noch abbauen. Schicksal des Ausgucks. Sir, der Suchtrupp ist mitten in der Nacht mit leeren Händen und völlig entnervt zurückgekehrt. Sie haben die Überreste eines Rucksacks und der Kleidungsstücke eines Mannes gefunden. Die Blut- und Schleifspuren im Schnee lassen auf einen Eisbären schließen. Das sind Eisbärenspuren, sagt ein erfahrener Erkunder. Diese Bestien halten sich normalerweise bis zum Einbruch des Winters weit im Norden auf. Wir müssen von hier weg. Das Wetter wird hier schon bald verrückt spielen. Ich verstehe. Überlebe, bis die Eisbrecher kommen. Okay, ja, wir haben noch 12 Stunden. Und dann kommen schon die Eisbrecher. Dann werden wir mal sehen, was passiert. Habe ich nicht allzu viel. In Richtung eines Staatsfeindes. Ja, super. Okay. Euer Anhänger. So, die heutige Hinrichtung hat für Unruhe gesorgt. Der Verurteilte war ein Gewerkschaftsmitglied, ein Vertreter des Arbeiterrates und ein Milizeninformant, der viele reaktionären Verräter verurteilt hatte. Er wurde schlafend auf seinem Posten vorgefunden und entfachte mit seiner Pfeife beinahe ein Feuer. Bevor er starb, rief er deinen Namen und winselte um Hilfe. Ich verstehe. Das ist so geil. Ich verstehe. Ja. Ja, das ist, gebt ihr mal richtig Nahrung hier. Mal gucken, ob wir die Besserung noch hinkriegen. Mehr werden wir hier wahrscheinlich sowieso nicht machen können. Ich glaube, wenn es hier drei Stufen nach oben geht, brauchen wir da überhaupt Eisbrecher? Dann ist ja alles weg. Minus 20 Grad. Wir haben unser Bestes versucht. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Endlich fertig. Wahrlich ein Buch. Das Entzünden einer Flamme. Ende. Der riesige Generator, ein Denkmal für den Sieg der Arbeiter, verschwindet langsam gemeinsam mit den gewaltigen Bergen hinter dem Horizont. Du hast allen Widrigkeiten zum Trotz gewonnen und blickst trotzig in eine ungewisse Zukunft. Die Arbeiter, inspiriert durch das vollbrachte Wunder, können es kaum erwarten, die Neuigkeit im Heimatland zu verbreiten. Sie werden nie vergessen, was du ihnen gezeigt hast. Die alte Gesellschaftsordnung wartet nur darauf, wiederhergestellt zu werden. Sie werden nicht einfach zusehen, wie das Imperium im Chaos versinkt. Die Flamme, die du entzündet hast, könnte sich weiter ausbreiten. Wir haben es geschafft. Und das sehen wir nochmal im Rückblick. Tja, damit bedanke ich mich für die Begleitung des Abenteuers.
Also bei Frostcamp kann man viel aus einer viel lernen. Vor allem wird man oft scheitern. Um dann zu wissen, wie das Spiel funktioniert und wie die Mission funktioniert. Ja, was wir alles getan haben. Mit den Bildern lasse ich euch allein. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.